Gegen ihre Gäste aus Dansenberg fand der TV Niederolm schnell in die Partie und konnte sich, gestützt auf eine aufmerksame Abwehr und zwei starke Torhüter, schon früh auf 3 Tore absetzen. Jedoch verhinderten einige Unkonzentriertheiten und eine mangelnde Chancenverwertung eine höhere Führung, sodass es den Gästen gelang, den Rückstand auf 2 Tore zu verkürzen, sodass man mit einem 11:9 für den TV in die Pause ging. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich die Niederolmer wieder deutlich präsenter. Die Führung wurde kontinuierlich bis auf 8 Tore ausgebaut und alles deutete auf einen deutlichen Sieg hin. In den letzten Minuten kehrte jedoch erneut der Schlendrian in das Niederolmer Spiel ein. Dansenberg verkürzte erneut, konnte aber den 26:22 Sieg des TV nicht mehr verhindern.